Hallo meine Lieben, herzlich willkommen heute am Freitag zu einem Impuls für das anstehende Wochenende. Ja, ich hoffe, euch geht es gut, meine Lieben. Wir wollen heute mal zusammen schauen, welche Energien stehen uns jetzt zur Verfügung, welche Aufgaben könnten eventuell auf uns zukommen. Und ich habe heute mal ein Deck hier vorbereitet, das sind die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Baron Reed. Und ich möchte gerne eine Karte jetzt gleich hier live herausmischen mit einem, ja, ich möchte mal sagen, Hauptthema dieses Wochenendes. Und hier ist das Golden Rider Tarot, das wird uns dann noch ein paar Klärungskarten geben. Also meine Lieben, ich habe die Decks schon mal vorgemischt und frage jetzt, welche Energien stehen uns bereit am Wochenende? Was dürfen wir uns anschauen? Jawohl, da ist schon eine Karte gefallen. Und wir haben die Karte Fatum. Ich zeige sie mal in die Kamera. Das ist eine wunderschöne Karte. Ich möchte euch gerne den Text aus dem Begleitbuch vorlesen, denn ich finde die Texte immer sehr inspirierend. Und wir wollen mal schauen, um was es hier geht. Die Grundbedeutung dieser Karte ist Schicksal und die Akzeptanz, dass es Dinge gibt, die du nicht ändern kannst und wissen, welche es sind. In den Worten des Gelassenheitsgebets ist die Bedeutung dieser Karte zusammengefasst. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Es gibt Dinge im Leben, die sich deiner Kontrolle auf immer entziehen. Die Umstände, wie sie die Entwicklung der menschlichen Gemeinschaft, die Natur und deine eigenen Lebenserfahrungen hervorgebracht haben, sind vielleicht vom göttlichen Prinzip vorherbestimmt und folgen einer höheren Absicht, die du in diesem Leben nicht zu erfassen vermagst. Vielleicht sollst du auch gar nicht verstehen, warum gewisse Dinge geschehen. Aber dennoch kannst du das Geheimnisvolle darin akzeptieren und mit dem arbeiten, was dich die Ereignisse und deine gegenwärtige Lebenssituation lehren wollen. Das ist die Weisheit, die im Gelassenheitsgebet liegt. Ja, meine Lieben. Das Gelassenheitsgebet hat mir auch schon in mancher Situation geholfen. Ich habe es auch in vielen Videos selbst schon immer mal zitiert, wie wichtig es ist, zu unterscheiden, ob wir bestimmte Dinge in unserem Leben beeinflussen und ändern können oder ob es für uns einfach darum geht, sie zu akzeptieren. Denn immer dann, wenn wir in unserem Leben unzufrieden sind, wenn wir etwas vielleicht gerne anders hätten, ja, als es ist, haben wir ja diese Möglichkeiten, selbst aktiv etwas zu verändern. Das geht aber eben auch nur, wenn es in unserer Macht liegt. Und bei allem, was ich von mir aus aber nicht verändern kann, bringt es nichts, im Widerstand zu sein, sich dauernd wieder darüber zu ärgern, sich aufzuregen, vielleicht auch frustriert zu sein. Dann ist die Akzeptanz das Heilsamste, was wir tun können. Ich habe in der Vollmond-Session letztes Wochenende nochmal über diese Schwingungsskala gesprochen und es war für viele hilfreich, deswegen möchte ich es hier nochmal erwähnen. Wir Menschen haben ein Energiefeld und transportieren über dieses Energiefeld eine bestimmte Schwingung. Am untersten Ende, das heißt die niedrigste Schwingung, die wir sozusagen haben können, wird von der Angst bestimmt. Ja, also Angst steht am untersten Ende der Schwingungsskala. Ein Mensch, der sehr, sehr ängstlich ist, der immer wieder schlimme Dinge befürchtet, der immer vom Schlechtesten ausgeht, der schwingt energetisch sehr niedrig, um es jetzt mal vereinfacht auszudrücken. Am oberen Ende der Schwingungsskala steht die Liebe und die Dankbarkeit. Das heißt, Menschen, die hauptsächlich liebevoll und dankbar durch ihr Leben gehen, haben eine sehr hohe Schwingung. So, und jetzt gibt es natürlich noch sehr viele Gefühle dazwischen. Ja, ich sag mal, in der unteren Hälfte sind noch Gefühle angesiedelt, wie Wut, Groll, Neid, Gier, Eifersucht, ja.
In der oberen Hälfte Zufriedenheit, Fröhlichkeit, Mut, ja, all diese Gefühle. Wenn wir jetzt den Nullpunkt uns vorstellen, ja, also sozusagen den Punkt, an dem die Schwingung kippt ins Positive vom eher unteren Niveau ins obere, dann ist das die Akzeptanz. Ja? An dem Punkt sind wir neutral, das heißt, wir ärgern uns nicht über das, was ist, wir freuen uns auch nicht über das, was ist, sondern wir akzeptieren es. Und deshalb ist es so hilfreich, sich bei den Dingen, die in deinem Leben nicht so laufen, wie du das möchtest, zu fragen, kann ich das ändern? Liegt es in meiner Macht? Dann tu's. Dann nützt es nichts, in der Opferrolle zu bleiben, ja? Dich immer nur zu ärgern, wütend zu sein, traurig, enttäuscht. Bist du in einer negativen Schwingung, ja, und wirst gemäß dem Resonanzgesetz auch immer mehr davon in dein Leben ziehen, ja, was dich dann wütend, traurig und enttäuscht macht. Oder sagst du, okay, jetzt gehe ich's an. Ich werde jetzt tatkräftig den ersten Schritt machen, etwas zu verändern. Dann bist du sofort in der oberen Hälfte der Schwingungsskala, wo es darum geht, mutig zu sein, ja, Tatkraft zu entwickeln, voranzugehen, dir Ziele zu setzen. Und dann gibt es aber eben die Situationen, an denen du selbst nichts verändern kannst. Das ist oftmals der Fall, wenn andere Menschen involviert sind, ja. Klassisches Beispiel, Wunschpartner, Wunschpartnerin-Situation. Du wünschst dir sehr, 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 ein anderer Mensch könnte sich für dich entscheiden, könnte sich auf eine Beziehung mit dir einlassen und er oder sie tut das, aus welchen Gründen auch immer, nicht. Dann kannst du dich auf den Kopf stellen, ja, aus eigener Tatkraft wirst du hier nichts verändern können, weil eben ein anderer Mensch beteiligt ist. Und dann gilt es aber nicht, in der unteren Hälfte der Schwingungsskala stecken zu bleiben, indem du Widerstand leistest, über den anderen wütend bist oder vielleicht sehr, sehr verzweifelt, sehr traurig, ja, dich selbst klein machst, dem anderen immer wieder sagst, wie sehr du ihn oder sie liebst. Ja. Dann geht es darum zu akzeptieren, dass es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja. Vielleicht kennst du das schöne Gedicht von Erich Fried, es ist, wie es ist, sagt die Liebe. Ja, meine Lieben, wir schauen mal, was das Tarot uns hier noch zu sagen hat zum Gelassenheitsgebet. Was können wir ändern? Was müssen wir akzeptieren? Ja, die Pagen der Schwerter nehme ich hier sofort für diesen Widerstand wahr, den wir dann ausreinigen dürfen, ja. Wenn wir uns immer wieder drüber ärgern, dass etwas, was wir nicht ändern können, so ist, wie es ist, ja, dann tun wir uns nichts Gutes. Denn unsere Energie verdunkelt sich dann, wir haben in uns Gefühle wie Groll, ja, auch dieses Weghaben wollen, ja. Ich glaube, Robert Betz war das mal, der hat mal gesagt, alles, was du weghaben willst, wächst. Ja? Alles, was wir am liebsten eliminieren würden, weil es nicht zu dem passt, was wir uns wünschen, wird seine Präsenz erstmal noch größer machen. Denn alles, was akzeptiert wird, kann gehen. Da muss ich auch an die Vollmond-Session denken, da haben wir ja eine Meditation gemacht zur Begegnung mit unserer schlimmsten Angst. Und wie heilsam war das für so viele von euch, ja? Dass wir die Ängste, die in uns aufkommen, eben nicht unterdrücken, sondern dass wir sie einmal anschauen. Die Angst mag nur gesehen werden, ja? Und dann kann sie gehen. Also weghaben wollen schafft nur Unfrieden in uns und unserem Energiefeld. Ja? Da will keine rausfallen, verschieben sich einfach nur. Warum fällt der Page der Schwerter? Fragen wir doch mal weiter. Ja, es geht viel mehr darum, in dir zu ruhen. Wenn du als Mann schaust, siehst du gerne als Münzkönig. Ja, die Erdenergie ist ja so etwas sehr
in sich Ruhendes. Wenn du das Gefühl hast, du kannst eine Situation nicht ändern, dann versuche in dir damit Frieden zu schließen. Ja, und vielleicht liegt es aber auch, da werde ich jetzt inspiriert durch die goldene Münze auf dem Schoß der Königin, vielleicht liegt es auch jetzt an dir, Entscheidungen zu treffen, indem du deinen eigenen Wert verteidigst. Das wären jetzt für die Situationen, die du sehr wohl ändern kannst, wäre das ein guter Hinweis. Ja, dass es jetzt für dich darum geht, Entscheidungen zu treffen, deines höchsten Wohles wegen, ja, wenn du sagst, ja, ich befinde mich jetzt hier schon länger, keine Ahnung, beispielsweise in einer Freundschaft und habe einfach das Gefühl, ich wäre von meiner Freundin oder von meinem Freund nicht wirklich wertschätzend behandelt, dann kannst du dich noch so drüber ärgern und nach jedem Kontakt wieder frustriert nach Hause gehen, aber du kannst es verändern. Entweder du suchst das Gespräch und ihr kommt auf eine Lösung oder du findest vielleicht auch heraus, was der Grund ist, warum sie dich oder er dich so behandelt. Oder aber du ziehst deine Konsequenz und diese Freundschaft darf mal eine Pause vertragen. Ja, so hier haben wir zwei, den Ritter der Stäbe und die sechs Münzen. Das ist sehr unterschiedliche Energie. Der Ritter der Stäbe ist schnelle Energie, Feuerkraft, Leidenschaft und die Geduld haben wir hier mit den sieben Münzen verkörpert, ja. Wenn du feststellst, dass eine bestimmte Lebenssituation dir nicht gefällt und du kannst es ändern, dann darfst du das wirklich sehr leidenschaftlich angehen, ja. Aber du solltest dann auch Geduld haben, um später die Früchte zu ernten. Viele Situationen, die uns ja nicht recht sind, mit denen wir nicht gut zurechtkommen, werden erst mit der Zeit anders. Wir können aber erste Schritte gehen. Da fällt mir jetzt ein Jobbeispiel ein. Nehmen wir an, du bist in einem Beruf oder du übst eine berufliche Tätigkeit aus, die dich nicht wirklich erfüllt. Ja, du gehst jeden Tag zur Arbeit und sagst dir, oh, eigentlich ist das nichts, was ich jetzt noch 10 Jahre machen möchte. Dann hast du ja auch wieder nur die Möglichkeit, entweder du veränderst etwas oder du akzeptierst es so. Wenn du merkst, dass da immer wieder in dir aufsteigt, das ist nicht das Richtige, dann zeigt dir deine Seele, sie möchte sich verändern. Jetzt ist es ja für viele oder für die meisten von uns nicht möglich, einfach einen Job hinzuschmeißen und zu sagen, naja, jetzt überlege ich mal, was ich machen könnte. Dazu ist uns die finanzielle Sicherheit zu wichtig. Was aber jetzt die beiden Karten wunderschön zum Ausdruck bringen, du kannst etwas verändern, indem du nämlich herausfindest, wofür dein Herz schlägt, das wäre hier der Ritter der Stäbe, welche Tätigkeit erfüllt dich mit Freude, mit Leidenschaft, ja? Und dann setzt du erste Samen dafür, um später vielleicht tatsächlich in diesem Beruf arbeiten zu können oder eine ähnliche Tätigkeit auszuführen, das wäre dann eine Ernte. Das heißt, die Initialzündung, die muss leidenschaftlich erfolgen, wenn wir etwas verändern wollen, ja? Denn sonst gehen wir nämlich gar nicht los. Der Ritter der Stäbe, der geht los. Aber dann dürfen wir auch Geduld haben, dass sich die Dinge mit der Zeit für uns in die richtige Bahn entwickeln. Wenn du zum Beispiel herausgefunden hast, dass du beruflich vielleicht gerne etwas, keine Ahnung, mit Kindern machen möchtest oder dass dich ein Pflegeberuf interessiert, dass du vielleicht gerne was Künstlerisches machen möchtest, dann sage dir ganz einfach, wenn ich jetzt mein Herz sprechen lasse und schon mal beginne, mich zu informieren über verschiedene Möglichkeiten, was könnte ich da tatsächlich tun? Vielleicht sogar dich über Ausbildungen, Zusatzausbildungen, Kurse und so weiter informierst. Dann ist das hier der Ritter der Stäbe. Das ist leidenschaftliches Losgehen in eine neue Richtung. Und die sieben Münzen sagen dir, mit jedem winzigen Schritt, und wenn es nur ist, dass du im Internet vielleicht einen Artikel über das liest, was du gerne tun würdest oder vielleicht auch ein Buch mit einer Biografie von jemandem, der genau das gemacht hat, was du gerne machen würdest.
ist es ein Samenkorn, das dir später die Ernte einfahren wird. Ja? Was dürfen wir noch erfahren über das Gelassenheitsgebet? Schauen wir mal. Oh, der Stabkönig. Ja, das ist diese Leidenschaft. Ja, hier fiel der Ritter der Stäbe, hier fällt der König der Stäbe. Ich denke, Münz und Stab ist hier sehr, sehr gut. Denn einmal die Münze bringt so viel Erdung und Ruhe und der Stab bringt Feuer und Leidenschaft. Das passt sehr gut, was ich hier gesagt habe. Wir haben auch hier Stab und Münze. Ja? Also auf der einen Seite, um die Dinge zu ändern, die du selbst ändern kannst, brauchst du Leidenschaft für dein Ziel. Ja, schau dir genau an, was gefällt mir denn nicht. Werde dir dann bewusst, ich kann es ändern, es liegt in meiner Hand. Und dann setz dir ein Ziel. Und wenn du dieses Ziel dann mit Herzblut und Leidenschaft verfolgst, dann wird sich dir ein neuer Weg zeigen. Denn was auch nicht vergessen werden darf, meine Lieben, die geistige Welt erkennt es in höchstem Maße an, wenn wir beginnen, unserem Herzen zu folgen. Wenn wir wirklich Entscheidungen treffen, Lebenssituationen zu verändern, die unseren inneren Frieden stören, die nicht unserem Herzensweg entsprechen, dann unterstützt uns die geistige Welt wundervoll auf unserem Weg. Und das finde ich immer sehr, sehr tröstlich. Und zwar, sobald wir den ersten Schritt tun, ja, hilft uns die geistige Welt. Ja, und hier ist der erste Schritt sozusagen fällig. Der steht hier kurz bevor. Wunderschön, die zwei Stäbe. Das ist eine Karte, die steht für die Sehnsucht nach Veränderung. Ja, du siehst diesen Mann, der hält die Welt in seinen Händen. Und er ist gerade dabei zu verinnerlichen, dass er alles erreichen kann, was er sich vornimmt. Also auch hier geht es wieder darum, Situationen, die dir nicht wirklich zufriedenstellend in deinem Leben erscheinen, dahingehend zu überprüfen, kann ich etwas verändern? Liegt mir hier die Welt eigentlich zu Füßen? Habe ich es in der Hand? Oder aber bedarf es der Akzeptanz dessen, was ist? Und wenn wir etwas akzeptieren, was uns vielleicht auch momentan nicht so gefällt, haben wir noch eine sehr große Wachstumschance, indem wir die Lernaufgabe herauskristallisieren. Ja? Bleiben wir mal bei dieser Wunschpartnergeschichte, wenn es bei dir im Leben jemanden gibt, der sich nicht für dich entscheiden kann, aus welchen Gründen auch immer, dann geht es für dich darum, das so zu akzeptieren, auch anzuerkennen, dass diese Seele einfach einen Weg zu absolvieren hat, der dir natürlich auch nicht offensichtlich ist, sondern das ist der Seelenweg dieser Person, und wenn der es im Moment einfach vorsieht, dass er oder sie nicht bei dir ist, dann haben wir keine andere Wahl, es zu akzeptieren. Aber wir können dann eine Lernaufgabe schon erkennen, nämlich die, dass wir unser eigenes Selbstwertgefühl nicht davon abhängig machen, ob dieser Mensch sich für uns entscheidet oder aber nicht. Ja, das ist die Lernaufgabe. Dass wir uns nicht selber für unwürdig oder nicht wertvoll genug halten, weil dieser Mensch uns vielleicht zurückweist oder ablehnt. Sondern da steckt dann die Lernaufgabe dahinter, dich vollkommen unabhängig von der Meinung oder der Entscheidung des anderen als toller Mensch zu sehen. Ja? Also auch in den Situationen, die wir akzeptieren müssen, steckt meistens eine wichtige Aufgabe. So, eine Karte bitte noch. Eine Karte. Wow, die kam aber schnell. Ja, noch einmal Feuerenergie, das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe steht für eine große Chance auf einen Neubeginn, der auch mit seelischer Weiterentwicklung zu tun hat. Ganz gleich, meine Lieben, ob ihr eine Situation, die euch nicht gefällt, akzeptiert und damit Frieden schließt, oder ob ihr euch aktiv bemüht, sie zu verändern, es ist immer mit seelischer Weiterentwicklung verbunden. Denn die seelische Stagnation bedeutet, Groll zu hegen,
Widerstand zu leisten, deine eigene Energie damit zu vergiften, ja, also sozusagen in der unteren Schwingungsskala zu bleiben. Aber du wirst dich immer auf Seelenebene weiterentwickeln, wenn du dieses wundervolle Gebet anwendest, ja, und sagst, okay, ab jetzt schaue ich mir die Situationen in meinem Leben, die mir nicht gefallen, genau an. Wenn ich nichts ändern kann, aus eigener Kraft, dann werde ich damit Frieden schließen. Und du bringst so viel Heil in dich, ja, wenn du damit Frieden schließt. Wenn ich es aber ändern kann, dann gehe ich es an. Dann bleibe ich nicht länger in der Opferrolle, sondern dann gehe ich Schrittchen für Schrittchen, in ganz kleinen Schritten, ja, vorwärts und weiß, die geistige Welt unterstützt mich dabei. Das wäre jetzt eher die Opferrolle, das ist die Haltung, die du vielleicht über eine bestimmte Lebenssituation einnimmst gerade, dass du dir sehr viele Gedanken darüber machst, immer wieder grübelst, dass du schlaflose Nächte hast. Ja, das sind die 9 Schwerter. Und da hilft dieses Gelassenheitsgebet sehr, um dich aus dieser Stimmung herauszuholen und hinein zu katapultieren in deinen eigenen inneren Frieden. Denn ganz gleich, ob du die Situation akzeptierst oder ob du dich daran machst, etwas zu ändern, beides wird dir wesentlich mehr inneren Frieden bringen, als wenn du damit im Widerstand bist und das Ganze am liebsten weghaben möchtest. Ja, meine Lieben, ein tolles Reading, wie ich finde. Ich hoffe, für euch hatte es auch einige hilfreiche Impulse. Wenn ja, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Meine Lieben, ich freue mich, wenn ihr die Videos auch teilt mit euren Freunden, dass wir uns einfach noch ein bisschen vergrößern, dass die Botschaften möglichst viele Menschen erreichen können. Das liegt mir sehr am Herzen. Und ihr tragt dazu bei, indem ihr kommentiert, indem ihr einen Daumen hoch gibt, den Kanal abonniert, ja. Das sind alles Maßnahmen, die den Traffic hier auf unserer Seite erhöhen. Und die Videos werden dann auch mehr Menschen vorgeschlagen, die sich für ähnliche Themen interessieren. Und damit tut ihr mir einen sehr großen Gefallen. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir hören uns jeden Tag. Ich komme bereits heute nochmal zu euch mit dem nächsten Elemente-Reading. Und auch Samstag und Sonntag wird ein Reading online gehen. Und es gibt dann auch noch zum ersten Mal eine Meditation, die ich euch gerne vorstellen möchte. Samstag oder Sonntag, je nachdem, wann ich dazu komme. Und da freue ich mich sehr darauf, weil in der Vollmond-Session zum letzten Vollmond hat es eine Meditation gegeben. Da sind wir unserer schlimmsten Angst begegnet und die ist so super gut angekommen bei vielen. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich jetzt öfter mal auch eine Meditation veröffentlichen werde. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bin gespannt auf eure Kommentare. Lasst es euch gut gehen, ich drücke euch und bis bald. Eure Uli. Tschüss.